Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt viele Berufe, in denen passiert jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche. Und es gibt Berufe, da können Sie sich gar nicht retten vor einer gewissen Bandbreite an Terminen. Also zum Beispiel können Sie einen Beruf haben, in dem Sie innerhalb von einer Woche Kindergärten besuchen anlässlich des Tages der Kinderbetreuung. Die amerikanische Generalkonsulin kommt zum Austausch über aktuelle Themen. Es kommt aber auch der Zirkus Krone, weil der gerade 100 geworden ist. Sie leiten Plenarsitzungen, Haushaltsdebatten und Sie halten eine Rede anlässlich der 50. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Verfassungsgerichte. Und ganz am Schluss sind Sie noch gern gesehener Gast bei der Wahl der Bierkönigin. Wenn Sie das alles machen wollen, dann hätten Sie Landtagspräsidentin werden müssen. Aber Sie sind es nicht, weil das ist Ilse Aigner und die ist heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön, Hesse. Guten Tag. Sauberes Programm, sage ich nur. Wie kriegt man das so alles unter? Ja, zum einen bin ich das natürlich schon seit vielen Jahren gewohnt und deshalb ist es auch etwas, was man lernen kann, sozusagen mit so vielen unterschiedlichen Terminen umzugehen. Und zweitens habe ich natürlich auch im Laufe meiner beruflichen, politischen Laufbahn schon viele Themen auch immer wieder abdecken dürfen und da kann man aus dem Fundus dann immer wieder schöpfen, was man so an Erfahrungen mitgebracht hat. Ich war mal im Haushaltsausschuss, ich war mal für Ernährung zuständig, deshalb auch Bierkönigin ganz gut. Natürlich ist man als Abgeordneter immer auch mit internationalen Gästen gesegnet und deswegen ist es diese Bandbreite, die kann man schon abdecken. Jetzt sind Sie ein knappes halbes Jahr im Amt. Zucken Sie noch, wenn jemand sagt, grüß Gott, Frau Landtagspräsidentin, oder haben Sie sich da schon drauf eingehört? Ja, ich habe mich, glaube ich, schon darauf eingehört, aber ich reagiere auch immer noch auf Frau Ministerin und es sind erstaunlich viele, die das immer noch sozusagen drin haben. Aber 10 Jahre ist halt auch eine lange Zeit und da hat man sich dann an eine andere Form schon gewöhnt. Ich höre jetzt auf beides, das bin ich gewohnt, weil ich habe 3 Schwestern, ich habe auch die anderen Namen meiner Schwestern auch immer gehört, das lernt man auch. Was ist der größte Unterschied zwischen Frau Ministerin und Frau Landtagspräsidentin? Ja, in einem Ministerium haben Sie natürlich auf das jeweilige Ressort fokussiert, sehr viele Themen bis in die Tiefe, die Sie bearbeiten können, dürfen. Und das ist oft auch sehr hektisch in dem Bereich. Bei der Landtagspräsidentin haben Sie oft natürlich ein bisschen die längeren Linien, die Sie auch zeichnen können, die grundsätzlicheren Themen und natürlich auch viele repräsentative Themen bis hin zur organisatorischen Frage, wie so ein Haus funktioniert. Und das ist mit 205 Abgeordneten durchaus eine große Aufgabe. Viele haben gesagt, als Sie aus einem Ministerium gewechselt sind in dieses neue Amt, ja, was macht's denn? Ja, ich glaube, dass die einfach noch nicht verstanden haben, dass es natürlich auch eine extrem wichtige Funktion ist. Die Demokratie an sich wird ja immer wieder auch herausgefordert. Demokratie ist immer eine große Gabe, aber wenn sie da ist, nehmen es viele als selbstverständlich und ich sage, das ist immer auch eine Aufgabe, sich um die Demokratie zu kümmern, zu erklären, was ist Parlament, was muss Parlament auch tun, dass es eben nicht nur um den eigenen einzelnen Kopf geht und die einzelne singuläre Meinung, sondern dass es auch darum geht, einen Konsens zu finden bei schwierigen und oft auch sehr komplexen Themen. Und das ist schon eine wichtige Aufgabe und da kämpfe ich auch gern dafür. Das Wort Austragshäusel ist oft gefallen, als es um Ihren Wechsel ging. Das klingt irgendwie so, als würde man jemanden, den man jetzt gerade schwer unterbringen kann, da hinsetzen. Also erstens sehe ich es natürlich grundsätzlich nicht so. Ich wollte, nachdem Barbara Stamm leider nicht mehr ins Parlament gekommen ist, auch gerne dieses Amt eben so weiterführen. Zweitens habe ich jetzt mal einfach Spaß, weil mich das schon auch interessiert hat. Die Frage kenne ich, mal nachgeschaut, wie alt die Kolleginnen und Kollegen sind der anderen Landesparlamenten. Ich würde sagen, da bin ich guter Schnitt. Die jüngste ist Jahrgang 73. Der Älteste, wenn wir das so nehmen, dann ist allerdings in der Tat Wolfgang Schäuble mit Jahrgang 42. Aber so, ich bin ungefähr so ein bisschen über den Schnitt. Oder, und deswegen, glaube ich, passe ich ganz gut dazu. Sie haben gerade schon das Thema Demokratie und wie selbstverständlich sie ist oder nicht angesprochen. Sie sind in einem sehr schicksalsträchtigen Moment Landtagspräsident geworden, nämlich parallel zum Einzug der AfD in den Landtag. Ja, erstens das. Also es sind sogar noch mehr. Wir sind jetzt 6 Fraktionen statt 4, also eine deutliche Erhöhung. Es sind neue, ganz neue Kollegen, wieder eingezogene Kollegen mit der FDP und das Spektrum ist schlicht und ergreifend einfach breiter geworden. Es ist eine Koalitionsregierung, keine Alleinregierung mehr, das verändert auch etwas im parlamentarischen Ablauf und deswegen ist es in der Tat eine spannende, aber durchaus auch eine herausfordernde Aufgabe und da schadet es auch nicht, wenn jemand mit Erfahrung an dieser Position auch dementsprechend sitzt und die, glaube ich, kann ich nach 25 Jahren Parlament ganz gut
aufweisen, die Erfahrung in unterschiedlichsten Funktionen. Aber wie gesagt, da schadet auch nicht, wenn man so ein Ministeramt eben kennt, was es auch bedeutet, wenn man Parlament kennt, sowohl aus der Oppositionssicht, aus der absoluten Mehrheitssicht, als auch in der Koalitionsregierung. Also ich habe alle Varianten eigentlich schon irgendwie in irgendeiner Weise erfahren. Und deswegen kann ich mich oft auch in die Kolleginnen und Kollegen reinversetzen, aber sowohl die Parlamentarier als auch die Kabinettsmitglieder. Und diese Erfahrung da einzubringen, das reizt einfach auch unglaublich. Wenn ich glaube, wir haben gerade einen Scheinwerfer zerlegt bei uns im Studio. Aber solange wir noch ein bisschen Licht haben, ist alles in Ordnung. Sie haben sehr viele repräsentative Aufgaben, ganz klar. Es gibt auch Leute, die sagen, an der Stelle kann man gar nichts bewegen, sondern es geht einfach nur darum, genau um solche Termine, dass man bei der Wahl der Bierkönigin dabei ist, dass man die Generalkonsulin empfängt und alles ist super. Also so, ich sage es jetzt mal ganz böse, so eine Art, nicht Grüß-Onkel in Ihrem Fall, sondern die Grüß-Tante. Wie ist denn eigentlich der Gestaltungsspielraum? Was können Sie denn tatsächlich gestalten? Also erstens habe ich natürlich immer die Möglichkeit, in meiner eigenen Partei mich einzubringen, in der Fraktion sowieso. Da melde ich mich auch zu Wort, sehr wohl, gerade auch als Präsidentin. Ich kann das als Bezirksvorsitzende der CSU für diese Schiene machen. Allerdings trenne ich das eben dann ganz klar zu der Aufgabe als Präsidentin, weil da ist ja dann die Überparteilichkeit angesagt. Aber in die Themen kann ich mich in meiner Partei sehr wohl und sehr intensiv einbringen und das tue ich auch. Wenn man das jetzt nur beschränkt auf das Amt der Landtagspräsidentin, was können Sie tun, was wollen Sie tun? Also mir geht es jetzt im Wesentlichen um zwei Themen, um die ich wirklich werben will. Das eine ist natürlich die Herausforderung der Demokratie an sich, auch durch die umgestellten Veränderungen von den Medien her. Also das ist alles wesentlich schneller geworden. Es ist hektischer geworden. Es ist vielleicht auch ein bisschen holzschnittartiger geworden in vielen Argumenten. Und deshalb ist es mir wichtig, für den Wert der Demokratie und den Parlamentarismus an sich immer wieder zu werben, auch darzustellen, wie das funktioniert. Und zwar auf allen Kanälen. Also mit einem wunderbar, wie ich finde, wunderbar gelungenen neuen Erklärfilm, Imagefilm des Bayerischen Landtags, wo überhaupt Parlament und Landtag überhaupt mal erklärt wird. Wir machen es auch natürlich über die klassischen Medien bis hin natürlich zu den sozialen Medien auf drei Kanälen, auf denen wir auch versuchen, Politik näher an die Bürgerinnen und Bürger ranzubringen. Und nicht zuletzt gibt es ja Tausende von Besuchern, die jährlich in das Parlament kommen. Und die freuen sich auch, wenn die Präsidentin dann ab und zu mal vorbeikommt und natürlich das eine da auch erklärt. Wir haben Schülergruppen, also ein breitestes Spektrum. Und da ist wirklich das Thema Demokratie als eine Hauptaufgabe. Und ich sage es immer sehr salopp, Regierung hat jedes Land, aber Parlament hat nicht automatisch jedes Land und vor allem ein demokratisch gewähltes. Und das soll man auch wirklich wertschätzen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, dass ich für eine ausgewogene Repräsentanz im Parlament immer werbe. Und da haben wir durchaus noch Luft nach oben, was die Frauenrepräsentanz betrifft. Nicht 100% Quote wie hier, sondern da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ich glaube, da ist sehr viel Luft noch nach oben. Ja. Wenn wir bei dem ersten Punkt bleiben, dann ist ja tatsächlich die Vermittlung der Arbeit. Was macht der Landtag tatsächlich? Und zwar gerade an die Menschen, die jetzt vielleicht nicht Politik interessiert sind in dem Maße, weil die muss man nicht mehr bekehren, die hat man ja schon bekehrt. Aber da müsste man ja auch noch Möglichkeiten und Wege finden, wie man an die Menschen rankommt. Gerade wenn Sie sagen, es ist wichtig in Zeiten, wo es vielleicht extremer wird, extremere Ränder gibt, das zu vermitteln. Das ist eben mit dem ganz breiten Spektrum, wie ich das schon angedeutet habe, im Wesentlichen natürlich auch über die Abgeordneten dafür zu werben. Aber wie gesagt, es geht natürlich auch über die neuen Medien ganz gut, weil die Leute jederzeit einen barrierefreien Zugang sozusagen haben, auch zu unseren Kommunikationsmitteln. Und nicht zuletzt haben wir auch neue Formate, die wir im Landtag jetzt eingeführt haben. Einen Landtag, wo wir dann zu unterschiedlichsten Themen auch wieder Formate aufgreifen, wie wir darüber diskutieren. Wir haben Akademiegespräche, wir haben, wie gesagt, unzählige Veranstaltungen im Parlament, wo die Menschen auch dementsprechend kommen. Und das muss man einfach beständig machen und auch immer wieder darauf hinweisen, dass der Landtag ein unglaubliches Repertoire hat. Der Film, wie gesagt, den kann ich nur empfehlen, den anzuschauen, weil da wird auch der Zusammenhang nochmal sehr, sehr gut erklärt. Und eine Besonderheit will ich vielleicht auch nochmal hervorheben, oder zwei sind es eigentlich. Wir haben zum einen die direkte Demokratie sehr ausgeprägt im Freistaat Bayern, was man jetzt mit dem Volksbegehren Rettet die Bienen gesehen hat, auf der einen Seite. Und wir haben ein Petitionsrecht, das bei uns sehr intensiv auch wahrgenommen wird. Und das sind natürlich auch Themen, die sehr stark im Parlament auch gelebt werden. Jetzt sind wir ja in der seltsamen Situation, dass es den Bayern so gut geht wie noch nie, man aber
laufend mit Sorgen, Ängsten und Nöten in einem Ausmaß konfrontiert wird, dass man das Gefühl hat, das kann nicht zusammenpassen? Also zum einen, glaube ich, gibt es wirklich sehr viele Menschen, auch bei uns auch sehr viele, aber es gibt Menschen, denen geht es eben nicht ganz so einfach so gut. Wenn ich jetzt gerade mal nach München schaue und das Thema Mieten, dann ist das durchaus für viele Familien eine sehr, sehr große Herausforderung, das auch zu stemmen. Und deswegen ist es jetzt immer eine breite Schicht. Uns geht es insgesamt gut, aber das heißt nicht, dass automatisch jedem im Freistaat Bayern so gut geht. Und die Sorgen und Nöte kommen bei uns dementsprechend auch immer wieder an. Und um die muss man sich auch annehmen. Das ist die Aufgabe des Parlaments, das ist die Aufgabe der Abgeordneten, sich damit auch auseinanderzusetzen. Sie werden nicht jedes Problem lösen können, das ist auch klar. Aber das Ernstnehmen und das Aufgreifen und wenn möglich in der eigenen Kompetenz dann auch zu lösen, das ist schon die beste Möglichkeit, auch die Politikverdrossenheit ein Stück weit zurückzudrängen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die Abgeordneten auch bis hin zur Parlamentspräsidentin haben, dementsprechend. Schnappen Sie sich eigentlich auch mal eine Ministerin oder einen Minister, wenn Ihnen auffällt, dass es an irgendeiner Stelle besonders viele Bürgerinnen und Bürger kommen und Anliegen haben oder Ihre Ängste, Ihre Sorgen da vorbringen? Schnappen Sie sich da auch mal jemanden und sagen, du, das geht nicht, da passiert nichts? Ja, also erstens sind wir sozusagen immer in der Lage, das gut kommunikativ gemeinsam zu lösen, ohne dass man jemand öffentlich das auch sagen muss. Ganz im Gegenteil, das halte ich sehr viel davon, dass man das immer bilateral auch klärt, wenn sowas aufkommt. Es sind aber meistens einfach immer die Themen, die bei mir halt ankommen, da merkt man, dass ein Problem insgesamt größer geworden ist. Und da kann oft der zuständige Minister oder die Ministerin gar nicht selbst immer was dafür, sondern das sind halt Themen, die jetzt irgendwo momentan präsenter sind. Wenn es mal wirtschaftlich schlechter gehen würde, werden vielleicht wieder andere Themen interessanter, als wir es jetzt im Moment sind. Und das wird sich immer ein bisschen ändern. Aber die direkte Ansprache von Kolleginnen und Kollegen, also muss man jetzt sagen, früheren Kolleginnen und Kollegen, aber Abgeordnete sind sie eigentlich alle, die mache ich schon sehr wohl. Und wie sind die Reaktionen darauf? Die nehmen das immer sehr, sehr positiv auf, weil das ist ja auch ein Hinweis. Wie gesagt, wenn man es jetzt nicht so macht, dass man das in der Öffentlichkeit jemand irgendwie bloßstellt, das sollte man natürlich nicht tun. Aber die sind sehr wohl immer sehr gesprächsbereit und sehr auch interessiert an der Sache und an der Lösung der Sache. Und das finde ich sehr, sehr positiv an unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kabinett. Sie sind jetzt als Landtagspräsidentin in einem vergleichsweise ruhigen Fahrwasser, wenn ich das so sagen darf. Sie haben die Jahre davor mit diversen Titeln bedacht, wie Kronprinzessin etc. in meiner Vorstellung zumindest sehr ungemütliche Zeiten gehabt, weil Horst Seehofer, Herrn Söder und Sie als bewusstes Gegensatzpaar auch immer so ein bisschen durch den Ring getrieben hat. Ist das jetzt für Sie die bessere Position, auch weil man, ich sag mal, diesen Testosteron-Faktor nicht mehr so in seiner Umgebung hat? Also es war auf alle Fälle für die CSU, alle Beteiligten, ganz ehrlich, keine einfache Zeit. Und es hat auch die Partei sehr gestört und zerrissen auch ein Stück weit diese Situation. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt das geklärt ist. Ich finde übrigens, dass der Markus Söder das Amt des Ministerpräsidenten und jetzt auch des Parteivorsitzenden sehr, sehr gut macht und sehr gut ausfüllt. Und deswegen helfe ich ihm auch, wo es irgendwo geht und unterstütze auch, weil ich an der Gesamtsituation eigentlich das größte Interesse habe, dass sich das gut entwickelt, dass sich der Freistaat Bayern gut entwickelt. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, ist das gut. Ich finde wirklich, es waren schwierige Zeiten. Das hat weder ihm noch mir gut getan. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt so in dieser sehr guten Kooperation auch wirklich blendend läuft. Es gab, ich weiß nicht, wie viele Sendungen von Quer, die immer damit endeten, dass die Ilse-Puppe und die Markus-Puppe irgendwie einen Fight ausgetragen haben. Haben Sie sich das überhaupt noch angeschaut? Ja, ja, ich habe das schon gesehen, wobei handgreiflich werde ich eigentlich in der Regel nicht, aber wird ja immer überzeichnet. Aber das ist halt natürlich für die Medien interessant, wenn es Streit gibt. Das ist aber das, was mich schon auch ein Stück weit, was ich ein bisschen schade finde, jetzt nicht so sehr wegen Quer, sondern insgesamt, dass natürlich, wenn es Differenzen gibt, da wird wesentlich mehr darüber berichtet, als wie Sachen, die gut funktionieren. Und das ist eigentlich sehr schade, weil dann die Menschen immer den Eindruck haben, es geht eigentlich überhaupt nichts mehr vorwärts, wenn über die positiven Sachen eigentlich gar nicht mehr berichtet wird. Das ist jetzt kein Bashing, sondern ich glaube, das ist auch an den Menschen liegt. Die haben ein Interesse an dem, wo Streit ist, mehr. Das zeigen auch alle Auflagenzahlen bei allen Zeitungen. Und dann ist sozusagen, ja, kriegen die eigentlich irgendwas noch auf die Reihe. Und das stimmt nicht. Ist wirklich viel passiert in unserem Land. Es geht uns gut, wie Sie zu Recht gesagt haben. In der Breite geht es uns auf alle Fälle gut. Und es wird keiner bestreiten, dass das Land Bayern sehr, sehr gut dasteht insgesamt. Und das hat ja auch was mit Politik zu tun. Es hat mit den Menschen zu tun, die hier arbeiten, mit den Unternehmern, Unternehmerinnen, mit den Mitarbeitern. Aber es hat auch was mit politischen Weichenstellungen zu tun. Und das, finde ich, muss man auch immer wieder darstellen und nicht nur das Negative.
Sie sind eine der beliebtesten Politikerinnen Bayerns und das schon seit ganz vielen Jahren. Und es gab auch sehr viele Leute, die gesagt haben, das wäre jetzt auch mal schön, wenn man eine Ministerpräsidentin hätte, nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil da auch solche Begriffe fallen wie Teamplayer, wie muss eben gerade nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Woher kam die Entscheidung, das irgendwann mal aufzugeben und zu sagen, nee? Ja, also ich glaube, das, gehört hier mit dazu. Wir zerlegen Scheinwerfer und machen auch Pause. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Natürlich kann man sich sowas vorstellen. Und die Frage, ob das eine Frau kann, halte ich für einfach nicht mehr an der Zeit angepasst. Wir haben eine Bundeskanzlerin, da stellt sich das nicht mehr. Aber es war so eine Zerreißprobe auch für die Partei, dass das irgendwann einfach die Entscheidung fallen musste und ist dann auch so gefallen. Und ich finde nach wie vor, dass sie jetzt richtig gefallen ist und wie gesagt, der das hervorragend macht. Und das hat uns aufgerieben, auch von der Partei. Und das hat man auch wirklich gemerkt. Und da habe ich irgendwann das analysiert und habe gesagt, okay, das ist jetzt so und ich werde jetzt einen anderen Weg gehen. Sie haben auch mal gesagt, Macht um der Macht willen interessiert Sie nicht. Ja, das ist auch so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Thema ist, sondern ich glaube, das geht bei vielen so. Ich bin immer schon an der Lösung interessiert gewesen, weniger an der Macht, sondern mehr an der Lösung der Probleme. Und das habe ich in all meinen Ämtern immer versucht, in die Waagschale zu werfen, weil ich glaube, dass das auch das ist, was die Menschen wirklich interessiert. Sie wollen halt Ergebnisse sehen. Sie wollen halt, dass Probleme aufgegriffen werden und dann auch einer Umsetzung zugeführt werden. Und das ist eigentlich immer für mich das, wenn man das unter Macht versteht, dann ist es Macht, aber nicht sozusagen an der Position klebend. Das heißt, Sie sind zu nett. Ich weiß nicht, ob ich zu nett bin. Also das würden manche, die mich schon mal anders erlebt haben, auch, glaube ich, nicht so 100% unterstreichen. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der darauf Wert legt, dass man gute Umgangsformen hat, dass man respektvoll mit allen umgeht, egal welcher Couleur, weil das auch eine Frage der gegenseitigen Wertschätzung ist. Und ich übrigens nebenbei bemerkt auch der festen Überzeugung bin, wenn wir alle gegenseitig immer schlecht übereinander reden, dann werden die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger schon den Eindruck haben, dass es eigentlich lauter schlechte Menschen sind und die nicht differenzieren bei den Parteien. Deswegen halte ich sehr viel vom respektvollen Umgang. Das kann man jetzt mit Freundlichkeit umschreiben, aber ich würde jetzt sagen, das sind Umgangsformen. Aber wenn ich streiten will, dann kann ich schon auch streiten. Und wenn mich jemand anlügt oder wenn mich jemand richtig ärgert, dann kann ich auch richtig ekelhaft werden. Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Das ist sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ja, es dauert sehr lang, aber dann kann es nicht angenehm werden. Okay. Ich hoffe, die Richtigen schauen zu, dass sie sich das jetzt gleich mitnehmen und nicht drauf anlegen. Ich glaube, da sind ein paar dabei, die haben mich schon mitgekriegt, dass es auch nicht anders sein kann. Aber ich habe gesagt, es dauert sehr lang. Also da muss schon wirklich gravierend was vorfallen, dann wird es ärgerlich. Man hat Ihnen immer zugeschrieben, dass Sie, egal in welchem Amt Sie waren, Sie haben verschiedenste Ministerien bekleidet, dass Sie sich da immer bis ins Fisselchen in die Materie hineingearbeitet haben und dass Ihnen die Sachlösung mehr gefällt als der zur Schau getragene Disput. Sind Sie da ein bisschen zu ausweichend? Haben Sie zu wenig Lust, dann sich auch mal öffentlich zu positionieren, weil ja das ja doch auch irgendwo mit dazugehört, ob man das jetzt mag oder nicht? Naja, also ich glaube, dass ich schon sehr viel auch mich positioniert habe, vielleicht anders und vielleicht nicht nur schlagzeilenträchtig, sondern mit den Themen. Aber ich finde halt auch, dass die Themen sehr anspruchsvoll waren, die ich bearbeiten durfte. Also das sind in der Tat herausfordernd gewesen, ob das jetzt von der Landwirtschaft bis zum Verbraucherschutz war, wo an sich wirklich auch ein großes Spannungsfeld da gewesen ist und auch viel mit Problemen ich umgehen musste, die ich nicht verursacht habe, aber die halt einer Lösung zugeführt werden mussten. Als Wirtschaftsministerin gibt es viele Themen, die eignen sich schon mal gleich gar nicht für die Öffentlichkeit. Da ist eigentlich Verschwiegenheit eigentlich das Entscheidende und nicht unbedingt die Verkäufe. Und viele Unternehmen schätzen das auch sehr, wenn man mit den Problemen vertrauensvoll umgeht. Und als Bauministerin war ich nur sehr kurz, aber wenn ich jetzt nur mal an München denke und das Thema zum Beispiel Seilbahnen, da haben es zwar alle wahrscheinlich am ersten Mal gesagt, was macht jetzt die da, aber ich bin mir sicher, das Ding wird fliegen oder fahren. Also ich glaube schon, aber wie gesagt, jeder hat so seinen Typ, Frage. Ich bin in der Tat jemand, der sich sehr gern in die Themen auch einarbeitet, auch sehr schnell und gern einarbeitet, weil ich schon der Meinung bin, man muss auch wissen, von was man spricht. Also, und ich verlasse mich sehr gern und sehr viel auf die ganz, ganz fleißigen und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber selber müssen schon auch wissen, was da dahinter steckt und die richtigen Fragen vor allem manchmal stellen. Sie waren auch Ministerin in Berlin. Vermissen Sie die Zeit? Ja, man vermisst eigentlich, glaube ich, jede Phase seines Lebens irgendwas, weil es immer schöne Zeiten dabei gewesen sind, allein schon viele Kolleginnen und Kollegen. Und das war auch eine wirklich spannende Zeit, aber alles hat eben seine Zeit. Und ich habe jede Phase meines Lebens eigentlich immer wirklich total toll gefunden. Ich habe immer das Glück gehabt, so alle 4 bis 5 Jahre irgendwas komplett anderes wieder machen zu dürfen.
Und das ist eigentlich das Spannende am Leben. Wer hat das eigentlich schon so, dass man so ein abwechslungsreiches, vielseitiges Leben leben darf eigentlich? Was machen Sie in 4 Jahren? Das ist eine gute Frage. Wenn ich eine Glaskugel hätte, dann würde ich Ihnen das jetzt beantworten. Aber das ist eigentlich auch so ein Motto gewesen. Also ich bin immer jemand gewesen, der auch nicht so geplant hat, das mache ich jetzt in 5 Jahren oder das mache ich in 10 Jahren. Sondern wirklich der Anspruch, dass man das, was man macht, wirklich mit aller Leidenschaft macht, mit allem Einsatz, den man auch bringen kann. Und dann wird sich schon etwas ergeben. Und bisher ist ja eigentlich immer ganz gut gelaufen. Das stimmt allerdings. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ergibt sich, dass wir das Gespräch gleich fortsetzen miteinander nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ilse Aigner ist noch Gast hier bei uns im Studio, hat vorher schon festgestellt, Frauenquote 100%. Das führt mich nahtlos zu Ihrer Partei. Da funktioniert das irgendwie nicht. Also insgesamt können wir mit dem Frauenanteil noch nicht zufrieden sein in Parteien, bei unserer Partei auch nicht. Im Landtag ist es deswegen auch deutlich runtergegangen, weil wir 2 Parteien neu oder wieder im Parlament haben, die noch deutlich schlechter sind als bei der CSU. Und es hat sozusagen den Anteil nochmal sogar verringert zum letzten Mal. Übrigens im Bundestag auch, dasselbe Phänomen. Und das kann uns nicht zufriedenstellen. Aber ich glaube, dass man das einfach mit Quoten allein das Problem nicht lösen kann, sondern wir brauchen insgesamt mehr Frauen, die sich auch für Politik interessieren, die sich engagieren. Und da muss man genau ein bisschen hinschauen, warum tun sie das eigentlich nicht. Es gibt da ein paar Erklärungsmöglichkeiten. Das eine ist, dass nach wie vor die Frage natürlich vielschichtig ist für Frauen, was sie alles tun sollen. Sie sollen beruflich unter einen Hut bringen, dann ist meistens die Kindererziehung doch noch schwerpunktmäßig bei den Frauen, auch die Haushaltstätigkeiten doch noch schwerpunktmäßig bei den Frauen und irgendwann ist dann einfach das Zeitbudget erschöpft. Und deswegen müssen wir schauen, es braucht auch mehr Gleichberechtigung in der Partnerschaft, glaube ich, dass die Ressourcen ein Stück weit auch mehr vorhanden sind. Das ist das eine. Und das zweite ist ganz schlicht und ergreifend, sind vielleicht auch die Mechanismen, die Umgangsformen, die Art und Weise, wie Politik macht, für Frauen noch nicht ganz so interessant. Und da, glaube ich, müssen wir von unten rauf schlicht und ergreifend arbeiten. Und wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Frauen, die das auch zeigen. Und das versuche ich immer mehr zusammenzubringen. Vor kurzem hatte ich zum Beispiel Bürgermeisterinnen da. Und ich werde auch im Herbst bei einer Veranstaltung im Landtag, FIP heißt die dann, Frauen ins Parlament oder auch ins Parlament, das sind ja auch die kommunalen Gremien, zu motivieren und zu zeigen, das ist ein Thema, das für euch ganz wichtig ist. Gerade für die Frauen, gerade in den Kommunen ist es ein sehr wichtiges Thema. Sehr nah, sehr praktisch und sehr direkt. Jetzt kann man an Ihrem Beispiel ablesen, dass Qualifikation, die Lust an Einarbeitung, die gute Teamarbeit schön sind, aber im entscheidenden Moment Qualitäten gefordert sind, wie Ellbogen ausfahren, Machtwille, und zwar nicht der Machtwille im normalen Umfang, sondern wirklich, wo es nur darum geht, da weiter vorzukommen, und Sie haben sich dem bewusst entzogen. Also ich würde das mal andersrum sagen. Also meine Biografie, wenn man das mal überlegt, ich komme aus einem Handwerksbetrieb, habe ein Handwerk gelernt, habe dann eine Fortbildung gemacht. Mir war alles andere in die Wiege gelegt, als wie mal Bundesministerin zu werden, stellvertretende Ministerpräsidentin. Ich finde, das ist schon sehr, sehr viel und das wird man auch nicht, wenn man total zart beseitet ist und immer zur Seite geht, sondern da war schon auch mit Sicherheit das eine oder andere dabei, wo man gesagt hat, da muss man sich auch durchsetzen. Ich habe auch kandidiert einmal bei mir vor ewigen Zeiten schon als Bürgermeisterkandidatin, auch da habe ich mich gestellt. In dem Fall war es mir wirklich darum, das hätte die Partei wirklich zerrissen und das muss man einfach dann auch sehen, man hat eine Gesamtverantwortung und ich habe sehr viel auch durch diese Partei erreicht, ich habe sehr viel in meinem Leben erreichen dürfen und da gehört es auch dazu, dass man dann sagt, ist es das jetzt sozusagen oder ist vielleicht dann auch die Vernunft der Sieger? Die Probleme in Anführungsstrichen, Frauen in die Politik fangen ja schon ganz unten an. Also wenn jemand auf eine Infoveranstaltung geht, und ich glaube, das ist bei jeder Partei fast dasselbe Phänomen, für Einsteiger sozusagen, dann wird man da vorzugsweise junge Männer treffen. Ja, das ist eben die Frage, wo steigt und wer steigt wann ein. Und wenn in einer Lebensphase eben zu viel zusammenkommt, dann ist es gerade für Frauen echt noch immer schwieriger, das unter einen Hut zu bringen. Und da entscheiden sich halt dann viele für Beruf und Familie und dann nicht gerade für die Politik, was sehr schade ist, weil wir bräuchten sie da dringend. Das Zweite muss man aber auch kritisch sagen, dass gerade Frauen, die dann alles unter einen Hut bringen, gerade oft diese Frage immer wieder gestellt bekommen. Ich konnte es an x Beispielen belegen, dass junge Kolleginnen, Ministerinnen,
gefragt werden, wie sie das mit der Familie unter einen Hut bringen. Junge Kollegen mit kleinen Kindern werden das nie gefragt. Kandidatinnen dazu, die Bürgermeisterämter, wenn sie kleine Kinder haben, werden gefragt, wie wollen sie denn das mit der Familie vereinbaren? Bei einem Mann hat das noch nie einer gefragt. Und da, glaube ich, ist auch noch viel an Lernarbeit in der Bevölkerung, übrigens auch bei uns Frauen, gefragt, weil es nicht nur Männer sind, die diese Fragen stellen, sondern oft auch Frauen, die diese Fragen stellen. Und das, finde ich, gehört einfach auch aus dem Wortschatz gestrichen. Das muss die Person, in dem Fall die Frau, selber entscheiden, wie sie das arrangiert oder nicht arrangiert. Aber diese Fragen stoßen auch schon viele Frauen ab. Jetzt, wenn Sie mit den Bürgermeisterinnen reden, die sind ja schon da. Wie wollen Sie denn an die rankommen, die Sie noch bräuchten? Also zum einen glaube ich, dass man zeigen kann, dass das eben ein Thema ist, das für Frauen einfach beste Möglichkeit ist, Politik zu gestalten. Sie ist sehr nah, sie ist sehr direkt, wie ich vorher gesagt habe, sie ist sehr stark in der Umsetzung. Bei einem Bundestag oder vielleicht beim Europaparlament, auch im Landtag, das sind ja oftmals sehr lange Wege. Und es ist für Frauen oft unattraktiv, so lange zu warten, bis sie irgendein Thema umsetzen. In der Kommunalpolitik sehen sie die Erfolge und die Umsetzungsmöglichkeiten eigentlich relativ schnell. Und das, glaube ich, liegt Frauen auch sehr stark. Und, jetzt mache ich vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, es geht oft sehr wirklich um viele Themen, die gerade Frauen sehr stark betreffen. Wie ist denn das Wohnumfeld gestaltet? Wie schaut denn das Baugebiet aus? Wie schaut es denn mit den Schulen, wie schaut es denn mit den Einrichtungen für Kinderbetreuungsplätze zum Beispiel aus? Wie schaut es denn aus mit Nachbarschaftshilfe und was man sich alles vorstellen kann? Also es gibt x Themen, die gerade für Frauen sehr relevant sind und die werden in der Kommunalpolitik gesteuert. Und da finde ich es sehr schade, wenn sich die Frauen nicht direkt einbringen und da will ich motivieren. Und ich sage jetzt mal an einem Beispiel, das hat mir besonders gut gefallen, weil das eine junge Bürgermeisterin gesagt hat. Die hat es sogar sehr positiv bewertet, dass man als ehrenamtlicher Bürgermeister das gerade sehr gut als Frau gemeinsam mit der Verbindung mit der Familie sogar sehr gut machen kann, weil man die Termine selbst setzen kann und weil man praktisch beides gut unter einen Hut bringen kann. Solche Beispiele, finde ich, müsste man mir zeigen. Sie haben kurz nachdem Sie Landtagspräsidentin geworden sind, mal kurz in Richtung CSU-Fraktion gerufen, dass man bei der Besetzung der Ämter da schon auch an die Frauen denken könnte. Und es dröhnte der Bass des Fraktionsvorsitzenden zurück, man möge sich da bitte nicht einmischen. Also ist das an den entscheidenden Schaltstellen Ihrer Partei noch nicht klar geworden, dass die CSU sich durchaus ein bisschen weiblicher machen Könnte, sollte, müsste? Das ist halt insofern da etwas unglücklich gelaufen, weil Frauen, die sich zur Verfügung gestellt worden sind, dann knapp nicht gewählt worden sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir von dem Anteil der Frauen, die wir haben, unterrepräsentiert sind, sondern wir haben ja auch wenige Frauen im Parlament, auch von der CSU. Aber umso misslicher war sozusagen, dass die, die sich zur Wahl gestellt haben, dann nicht die Chance bekommen haben. Aber, muss man ausdrücklich sagen, erstens hat dann der Thomas Kreuzer auch dezidiert gesagt, das war ja auch nicht sein Wille sozusagen, dass das so geschieht oder auch nicht gesteuert. Aber er hat vor allem bei der nächsten Entscheidung dann dafür gesorgt, dass es nicht mehr so passiert. Zum Beispiel bei der Besetzung des Medienrates und des Rundfunkrates hat er wirklich dann einen Modus entwickelt, dass wirklich gewährleistet ist, dass genügend Frauen dann auch gewählt werden können. Und insofern hat es ja dann auch durchaus nachhaltige Wirkung gezeigt. Und wie gesagt, das Bewusstsein, habe ich den Eindruck, ist schon sehr wohl jetzt mittlerweile sehr stark da. Aber ich bin der Meinung, wir müssen wirklich von unten raus immer wieder sehr stark arbeiten, von den Mitgliedern, die erstens mehr weiblich werden müssen. Aber es kommt noch eins dazu, dass die CSU natürlich vor allem ihre ganzen Mandate über Direktmandate auch besetzt und nicht über Listen wie andere Parteien. Und da ist es sehr, sehr schwer, etwas von oben zu steuern. Das wäre ungefähr so, wenn Sie sagen würden, jetzt in der Stadt Fürstenfeldbruck wird es jetzt eine Frau und in Dachau wird es dann ein Mann und in Ebersberg wird es dann wieder eine Frau. Also das können Sie bei den Bürgermeistern auch nicht steuern. Und ähnlich ist es ja letztendlich bei den Direktmandaten. Das entscheiden sehr basisdemokratisch bei uns die Delegierten vor Ort. Und deswegen brauchen wir mehr Delegierte, die Frauen sind. Ja, das kann ich mir als größere Herausforderung vorstellen, weil das ja heißt, dass man muss also gleichzeitig von unten und von oben, also von oben vielleicht das Bewusstsein schaffen, von unten die Frauen erstmal an die Politik heranführen. Und es gibt ja doch auch eigentlich eine ganze Reihe von Argumenten dagegen, in die Politik zu gehen. Zum Beispiel, wenn man sich davor scheut, eine Auseinandersetzung zu führen, die dann eben sehr, ich sage es klischeehaft, auch sehr männlich Testosteron gesteuert ist. Das braucht man eigentlich ja relativ wenig, wenn man sagt, man möchte konstruktiv arbeiten, was, glaube ich, viele Frauen antreibt. Aber ist das dann ein Problem? Ist man dann da wirklich gut aufgehoben? Das muss man erstens wissen, auf was man sich einlässt in der Politik. Das hat sehr, sehr viele
sehr, sehr tolle Aspekte, weil sie eben viel gestalten können. Aber man muss auch damit rechnen, dass man natürlich angegriffen wird. Das hat jetzt gar nichts mit Testosteron allein zu tun, sondern das hat generell mit Politik was zu tun. Sie sind natürlich angreifbar. Ob das jetzt im Gemeinderat ist, wo sie Entscheidungen treffen werden, die nicht zu 100% jedem gefallen, oder ob das im Bundestag oder in anderen parlamentarischen Ebenen sind. Und das muss man schon auch sich bewusst machen. Mit dem kann man umgehen, das kann man auch lernen, sowas. Aber man muss wissen, dass man dann halt in der Öffentlichkeit auch steht und vielleicht auch mal nicht zu 100% seine eigene Meinung wiedergespiegelt sieht oder sie angegriffen wird. Und deswegen habe ich den Eindruck, Frauen nicht so gerne wie Männer oder sind das vielleicht nicht so gewohnt. Und deswegen muss man trotzdem daran arbeiten, dass sie das auch sich mehr zutrauen. Wie haben Sie das ausgehalten? Irgendwann kriegt man einfach schlicht und ergreifend auch eine dickere Haut. Sie gewöhnen das, sie gewöhnen sich daran. Man weiß, dass es oft auch mit dem Amt zu tun hat. Also gerade als Landwirtschaftsministerin ist mir das oft so präsent gewesen. Sie haben alles mit Vor- und Nachteilen versehen. Die Zuneigung wird Ihnen natürlich oft auch aufgrund des Amtes entgegengebracht, weil Sie das Amt jetzt gerade innehaben, aber natürlich auch die negativen Sachen. Und wenn das Amt dann nicht mehr da ist, ändert sich das auch schlagartig, weil Sie mit den Themen nicht mehr selbst identifiziert werden. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das oft nicht die Person ist, die angegriffen wird, sondern auch die Position. Nicht die Person, sondern die Position. Und das muss man differenzieren können. Das geht dann schon. Das ist jetzt eine sehr abgeklärte Form, müssen, das zu sehen. Aber schafft man das immer? Also ich könnte mir vorstellen, dass einem ab und zu wirklich das mal auch klangt. Ja, natürlich. Also Sie gehen jetzt nicht jeden Tag nach Hause und sagen, das war jetzt der super Tag, obwohl es einfach total schlecht gelaufen ist. Aber deswegen müssen Sie sich das selber dann immer vor Augen führen. Also das ist natürlich abgeklärt und das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Und wenn man ganz frisch reinkommt, beschäftigt es einen wirklich massiv. Und manchmal habe ich einfach überhaupt weder Nachrichten noch Fernsehen noch irgendwas oder Zeitung gelesen, weil sie einfach das auch nicht mehr ertragen. Und das muss man dann auch mal durchstehen. Und das härtet aber ein Stück weit auch ab. Das ist dann die dicke Haut, die Sie kriegen. Also kann man Mensch bleiben, auch wenn man in der Politik ist? Also ich glaube schon. In gerade so, wie Sie das machen, nämlich mit Intimgedanken und in Respekt und Umgangsformen, was Sie aufgezählt haben, was Ihnen wichtig ist? Also ich glaube schon, dass man Mensch bleiben kann und man sollte eigentlich auch Mensch bleiben. Ich finde das immer sehr, mich freut es immer sehr, wenn die Menschen zu mir sagen, du bist eigentlich immer nur dieselbe gewesen, die mich schon seit Kindesbeinen an praktisch kennen. Vielleicht ist es, muss ich vielleicht einen kleinen einflechten, vielleicht ist es auch immer ein bisschen was gewesen, was meine Eltern mir mitgegeben haben, weil wir ein Geschäft gehabt haben und da war es immer ganz klar, nicht nach unten treten und nach oben buckeln. Und das ist richtig so und das gilt auch da so. Sie müssen eigentlich versuchen, die Menschen als Unikat auch immer gleich zu behandeln und nicht bei den einen sehr devot und bei den anderen sehr herablassend. Das mag ich nicht und das mag ich von anderen auch nicht und das ist, glaube ich, auch die Person, was die dann ausmacht. Und deswegen ist die Wertschätzung gegenüber den anderen für mich eigentlich immer das Entscheidende. Und wenn man dann so bleiben kann und sich das auch erhalten kann in der Politik, ist das eigentlich ein sehr großes Pfund. Und man fühlt sich selber auch besser, finde ich zumindest. Sie waren in Ihrer Jugend mal schwer krank. Hat das auch dazu beigetragen, dass Sie so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe ausstrahlen, wo man immer so ein bisschen den Verdacht hat, Sie wissen, dass es andere Dinge gibt, die wichtiger sind? Ja, ja, das kann man wirklich sagen, das war ja auch ein dramatisches Erlebnis, was man so in jungen Jahren dann auch hat und das klärt oder andersrum, das setzt schon manche Relationen wieder ein bisschen anders in die Realität zurück sozusagen. Über manche Sachen rege ich mich einfach nicht auf, weil ich sage, das ist morgen auch wieder rum ums Eck und muss man einfach mal durch die, aber die wichtigen Fragen eben das Mitmenschliche, die Gesundheit, das sind schon andere Prioritätensetzungen, wenn man mal diese Erfahrung gehabt hat, dass es anders sein kann. Und ich wünsche das keinem, muss ich ausdrücklich sagen, ganz im Gegenteil. Aber es erleichtert vielleicht manche Fragen, wo man sich nicht so schnell aufregen muss. Wenn, ja, ich versuche es mir immer noch vorzustellen, wie das aussieht, wenn Sie sich mal aufregen. Man hat da wirklich das Gefühl, dass es, also da gibt es so eine Denkblockade, weil Sie tatsächlich ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer eigentlich einen sehr aufgeräumten, ruhigen Eindruck machen, einen auch wissend, dass man schon Person des öffentlichen Lebens ist, aber sich da auch nicht vordrängen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass Sie nach der Fernsehkamera suchen. Man muss Sie dann schon auch immer jagen, wenn man von Ihnen ein Interview haben will. Ja, ja. Also
Ja, doch, wie gesagt, es kann wirklich sein, wenn mein Gerechtigkeitssinn sozusagen massiv gestört wird, wenn jemand ungerecht behandelt wird, da kann ich wirklich richtig grantig werden. Aber wie gesagt, meistens ist es halt so, dass ich das auch nicht groß in der Öffentlichkeit mache, weil ich finde, das sind auch immer Menschen, mit denen man umgeht. Und wenn man mal auch bei den Mitarbeitern, wenn es mal wirklich passieren kann, dann kann man das unter vier Augen auch klären und muss da nicht jemand bloßstellen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, es hat schon ein paar Situationen gegeben, da hat es dann gerauscht. Jetzt sind Sie Landtagspräsidentin, Sie sind in der Öffentlichkeit und man interessiert sich für Ihre Position, für Ihre Person und nicht nur für die Position. Wenn man das auf Google nachsucht, dann lernt man zwei Dinge. Die wichtigste Frage: Wie groß ist Ilse Aigner? 1,82, wenn es noch stimmt. Vielleicht bin ich schon kleiner geworden. Und das zweite ist: Ilse Aigner Partner. Ja. Wieso ist das so ein Thema? Ich glaube, weil die Menschen das einfach interessiert, was steckt hinter der Person und wie verhält sie sich sozusagen. Aber das ist, glaube ich, normal. Deswegen würde es ja auch keine Klatschpresse sonst geben, wenn die Leute das nicht interessieren würde. Das ist halt einfach so. Das ist halt ein bisschen auch das Interesse an der Person. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Kommen Sie damit zurecht? Ich komme damit zurecht. Das war jetzt ist auch ruhiger geworden in der Hinsicht, die Fragen. Aber ich bin einfach immer ein Mensch gewesen, dass ich die Person bzw. das Privatleben gerne ein bisschen raushalten würde aus der Politik, weil Sie müssen immer damit rechnen, es geht nicht immer gut. Und wenn es dann mal schlecht geht, sind Sie auch in der Presse. Also es sind nicht nur die Sonnenseiten dann in der Presse, sondern auch die negativen Seiten. Und das will wirklich keiner lesen in der Zeitung. Also ich zumindest will es nicht lesen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, Politik ist Politik, kann jeder alles von mir wissen und fragen und privat ist privat. Was wir unbedingt wissen und erfragen wollen, ist, Sie haben jetzt einen Gestaltungsspielraum, weil Sie die nächsten Jahre kontinuierlich entwickeln können, wie Sie das geschildert haben. Wo möchten Sie denn Ihre Schwerpunkte setzen? Wie möchten Sie in Erscheinung treten? Was soll man von Ihnen wissen, dass es Ihnen wichtig ist? Also das eine sind wirklich in der Tat die Themen Demokratie und vor allem die Herausforderung mit den neuen Umgangsformen, Medien, mit Filterblasen. Wie geht man damit eigentlich um? Was bedeutet Politik für uns wirklich in der Hinsicht? Und wie bringe ich ein doch sehr breit aufgestelltes Parlament, dementsprechend so, dass sie gut miteinander arbeiten können. Und natürlich geht es für mich immer mit, also auch bitte Frage, Themen wie jetzt, wir gehabt haben mit Holocaust, Mahnmal und so weiter, auch die Erinnerungskultur, die mir sehr wichtig ist. Wir hatten jetzt wieder die ganzen Jahrestage von den Befreiungen und dass da alle Parteien und alle Parlamente vernünftig damit umgehen und wissen, dass wir eine Verantwortung haben. Wir sind nicht schuld, aber wir haben eine Verantwortung, dass es in der Zukunft nicht mehr passiert. Auch das sind Themen, die mich sehr interessieren. Barbara Stamm war viele lange Jahre eine Art Übermama für Bayern mit vielen sozialen Themen. Man konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen, dass die plötzlich nicht mehr im Landtag ist oder zumindest nicht mehr als Landtagspräsidentin dort im Haus ist. Wie ist der Übergang? Hat der gut funktioniert? Ja, also erstens ist es ein sehr guter Übergang, weil Barbara Stamm ist ja wirklich ein Mensch, der da wirklich sehr, sehr kollegial auch dementsprechend umgeht. Sie hat ja auch einige Ämter, die sie schon hatte, auch mitgenommen, weil die ja mit ihrer Person zu tun hat. Und mit Sicherheit werde ich auch soziale Themen machen, aber bestimmt nicht nur soziale Themen. Barbara Stamm hat natürlich als Sozialministerin eine ganz andere Herkunft auch dementsprechend gehabt. Ich komme aus dem Wirtschaftsbereich da mehr. Ich bin im sozialen Bereich tätig, ich bin zum Beispiel Fördervereinsvorsitzende von einem Kinderdorf oder von zwei sogar, wenn man es genau nimmt. Und deswegen liegen mir natürlich diese Themen auch am Herzen. Aber ich werde natürlich auch Wirtschaftsthemen weiter bespielen, weil mich das einfach interessiert, wie geht es wirtschaftlich weiter. Insbesondere, wenn ich an junge Leute denke, an Unternehmensgründer und Gründerinnen natürlich denke, wie können wir da ein Stück weit mehr noch pushen. Das interessiert mich nach wie vor sehr stark. Wir müssen uns auch Gedanken machen über den Wirtschaftsstandort Bayern, abgesehen davon. In der Tat, es ist sehr gut gegangen die letzten Jahre und das war nicht selbstverständlich nach den Krisenjahren 2008, 2009, dass es wirklich so gut ausgeht. Aber die Einwirkungen von außen haben gerade für ein Exportland wie Bayern schon massive Auswirkungen. Der Brexit ist für mich echt ein Drama, muss ich wirklich sagen. Also ich bin nach wie vor zutiefst schockiert, dass wirklich ein Gründungsmitglied und ein sehr stabiler Faktor aus der Europäischen Union ausscheiden will. Aber auch die Themen von China bis Amerika, von Russland bis hin zu Afrika, da sind schon große externe Herausforderungen auch auf die Europa, damit auf Deutschland und damit auch auf Bayern. Und deswegen haben wir das Glück, dass wir eine sehr stabile Wirtschaft haben, sehr breit aufgestellte Wirtschaft auch haben, gerade was die Firmengröße trifft, von
DAX-Konzernen bis hin zu wirklich mittelständisch ganz starken Betrieben, vom Handwerksbetrieb über Tourismus bis hin zum Hightech-Konzern, also alles. Aber die werden auch immer wieder neue Herausforderungen haben. Um nur ein Stichwort zu sagen, Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen für die gesamte Wirtschaft bei uns. Man merkt, Sie sind in den Themen noch wunderbar drin. Wenn jetzt morgen einer kommt und sagt, Frau Aigner, es tut mir leid, aber Sie müssen jetzt wieder in ein Ministeramt. Dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, weil ich gehe davon aus, dass die Regierung, die jetzt regiert, sehr stabil und sehr gut jetzt schon angefangen hat und auch so stabil regieren wird. Also insofern ist es eine sehr hypothetische Frage. Aber das ist eigentlich immer mein Motto gewesen. Man weiß nie, was morgen ist. Und es ist immer irgendwie anders gekommen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat oder gedacht hat. Und deswegen immer offen sein, auch für Neuerungen. Ich bedanke mich ganz herzlich für ein wunderschönes Gespräch und natürlich in den Umgangsformen, die wir uns beide vorgestellt haben. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir, glaube ich, können uns noch auf ein Schlusswort, auf ein gemeinsames einigen. Es sind demnächst Europawahlen. Und ich weiß, dass die Landtagspräsidentin auch schon einen eigenen Aufruf gestartet hat, bitte wählen zu gehen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir in den nächsten Wochen zu erledigen haben. Auf alle Fälle, auf jede Stimme kommt es an, sage ich immer. Das glauben zwar nicht alle, aber es ist so. Und hingehen ist das Wichtigste oder Briefwahl, wenn es anders nicht geht, aber auf alle Fälle mitmachen. Jawohl, alle Fälle mitmachen. Wir verabschieden uns für diese Folge vom Stadtgespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem Programm. Bis bald.